Wir kommen heute noch zu einem zweiten Meme-Video. Dabei geht es um das Thema, steckt die Energiewende bereits in einer Sackgasse? Das heißt, gelingt es uns überhaupt noch oder wird es uns gelingen, diese Energiewende zu vollziehen? Es ist ja schön, wenn sich verschiedene Regierungen oder die EU, das EU-Parlament dazu durchringen, irgendwie die Klimaziele hochzuschrauben und dort nette Zahlen ins Papier zu schreiben. Gibt es eigentlich wirklich einen Plan oder eine Perspektive, wie das Ganze gelingen soll? Und vor allen Dingen, was heißt am Ende überhaupt klimaneutral? Soll das dann tatsächlich alles nur auf Zahlen basieren? Das heißt, die Realität ist egal, Hauptsache in den Büchern sieht es gut aus, weil die Vorstellung, dass einzelne Länder oder Unternehmen letztlich klimaneutral sein können in einer Welt, die gesamt gesehen eben genau das nicht ist. Das heißt, wo immer noch mehr CO2 freigesetzt wird jedes Jahr, als tatsächlich gebunden wird oder andere weitere Treibhausgase, die letztlich verhindern werden, dass irgendwelche Erwärmungsziele von 1,5-2 Grad oder wie viel auch immer am Ende tatsächlich noch stehen werden. Und dort gilt es also aus meiner Sicht erstmal ein paar Punkte zusammenzuknüpfen. Das E-Auto wird letztlich kein Problem lösen, was die Mobilität angeht, weil dazu müssen viel mehr Bausteine in Betracht gezogen werden und erstmal auf eine klimaneutrale Ebene umgezogen werden. Das heißt, die gesamte Ressourcengewinnung für alle Rohstoffe, die für ein solches Auto benötigt werden, und da geht es nicht nur jetzt um die seltenen Erden bei den Batterien alleine, sondern das Auto besteht ja auch noch aus weiteren Materialien. Der ganze Torso muss gebaut werden, selbst die Kupfermengen, die für die Ladeinfrastruktur benötigt werden. All diese Dinge müssten erstmal auch klimaneutral erzeugt werden. Wenn dann die Länder, wo sie dann Elektroautos rumfahren, sagen, oh, wir sind grün, aber letztlich die Rohstoffe nicht klimaneutral gewonnen werden, dann nützt es am Ende auch nichts. Dann ist es ja schön, wenn sich Länder dort über Jahre brüsten können, wir waren schon grün, aber nur, weil sie ihre Rechnung an den Landesgrenzen aufgehört haben und ihre CO2-Emissionen und Treibhausgasemissionen exportiert haben. Das heißt, die einzige Zahl, die an der Stelle wirklich ausschlaggebend ist, ist letztlich die globale Zahl für das Gesamtsystem. Und diese Zahl kann eben nicht einfach nur eine Zahl bleiben, die in irgendwelchen Büchern und irgendwelchen Bilanzen aufsummiert wird, weil am Ende wird man mit dem Klima nicht verhandeln können, zu sagen, ja, aber hier, wir haben doch eine schwarze Null. Wieso wird es denn jetzt noch wärmer? Das kann ja wohl nicht sein. Halte ich mal an unsere Papierunterlagen hier. Das geht doch nicht. Das ist halt die Absurdität, in Bilanzen zu denken, statt in Kreisläufen. Das heißt, einfach noch nicht verstanden zu haben, was ein Grundbaustein der Funktionsweise der natürlichen Systeme letztlich ist, dass sie in Kreisläufen funktionieren, dass sie nicht in dem Sinne Abfall produzieren, der nicht irgendwo wieder weiter eingebettet wird in den nächsten Kreislauf. Und das heißt nämlich für mich, das A und O für eine funktionierende Klimawende und funktionierende Umstellung der Wirtschaft ist, zunächst einmal ein ganz anderes System der Bepreisung zu finden. Meine Vorstellung an der Stelle ist vor allen Dingen zu sagen, es gibt CO2-Quellen. Das betrifft alles, was die menschlichen Aktivitäten in Industrie, Landwirtschaft, Wohnen, Heizen, das alles muss letztlich dann wiederum auf der anderen Seite einer CO2-Senke gegenüberstehen. Das heißt, wir brauchen CO2-Senken, die können theoretisch auch technischer Natur sein, aber praktischer ist es dort auf jeden Fall zu sagen, wir nehmen die natürlichen Senken, allen voran Wälder, Bäume, die in der Lage sind, große Mengen an CO2 zu binden, so sie denn am Leben gelassen werden. Und je älter ein Baum, desto größer wäre letztlich die Menge, die er speichern kann pro Jahr. Ebenso gibt es auch die Möglichkeiten, dass die Landwirtschaft im Gegensatz zu einer konventionellen Landwirtschaft, die Humus aufbraucht, aufzehrt und damit zusätzlich noch Düngemittel benötigt und dadurch weitere CO2 und andere Treibhausgase freisetzt, wäre nachhaltige Landwirtschaft, die in der Lage ist, Humus aufzubauen, vielleicht bis hin zu Permakultur, die das Ziel hat, permanent Humus aufzubauen und damit CO2 zu binden, zumindest mehr als durch die normalen Stoffwechsel in der Natur auch wieder freigesetzt werden, weil natürlich auch ein Wald gibt CO2 wieder ab, aber in einem geringeren Umfang, als er halt tatsächlich selber wiederum bindet. Diese Nettoerträge, die werden dann gegenzurechnen. Gehen wir mal davon aus, wir ziehen das jetzt mal auf 20 Jahre. Das heißt, von 2021 bis 2040 würde jetzt einfach mal festgelegt werden, die Quoten steigen jedes Jahr um 5%. Das heißt, 2021 wären halt 5% von jeder Quelle mit einer Senke zu bedenken. Das heißt, 5% dessen, was ich ausstoße, muss garantiert gebunden werden in diesem Jahr. Das wird dann halt hochgeschraubt. Dann sind wir halt irgendwann um die 2030 bei 50% und 2040 dann bei 100%. Dann könnte man sogar noch überlegen, in der Zeit danach oder beziehungsweise in einer zu definierenden Übergangszeit zu sagen, du musst jetzt sogar eine Überkompensation machen. Das heißt, für je eine Tonne CO2, die du freisetzt, musst du
eine Senke finanzieren oder ermöglichen, die 1,1 Tonnen, also 10% mehr an CO2 bindet. Wir wären dann nicht mehr nur von wegen klimaneutral, sondern wir würden erstmal noch die Auswirkungen, die wir in den letzten Jahrzehnten verursacht haben, erstmal wieder zurückfahren, in der Hoffnung, dass wir die Tipping Points noch nicht so weit überschritten haben, dass letztlich die ganzen Wandeleffekte, die bereits auftreten, angefangen vom Abschmelzen der Eisschilde über Auftauen des Permafrostbodens oder die Trockenlegung von irgendwelchen Mooren, dass all das noch so weit wieder in den Griff bekommen ist, dass die zusätzliche Freisetzung aufgrund dieser in Gang gesetzten Entwicklung noch aufzuhalten ist. Aus meiner Sicht ist das alles nicht sicher. Deswegen können wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass wir wirklich viel Zeit haben und selbst 20 Jahre, also bis 2040 erst, diesen Punkt zu erreichen, dass Klimaneutralität nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich faktisch global erreicht würde. Das heißt, dass tatsächlich nur so viel CO2 freigesetzt wird durch menschliche Aktivitäten, wie sie auch gleichzeitig in anderen natürlichen Quellen wieder gebunden werden kann. Was sind so die Probleme, die wir hier aktuell mit uns herumtragen? Ein Problem sehe ich zum Beispiel darin, dass aktuell die Pelletheizung letztlich falsch bilanziert werden. Weil es wird davon ausgegangen, dass das Holz, was dort drin verbrannt wird, dann ja schwuppsdiwupps gleich wieder im Wald gebunden wird. Aber letztlich wird auch dieses CO2, was dort freigesetzt wird, erstmal in der Atmosphäre verbleiben, bis sie tatsächlich wieder dann in Holz gebunden ist. Und das auch nur, sofern überhaupt nachhaltig mit dem Wald umgegangen wird. Solange wir ja immer noch dann auch Nettoverluste von Waldflächen haben, die nicht wieder aufgeforstet werden, haben wir ja noch nicht mal diese nachhaltige Lösung. Dort ist dann letztlich auch ein Nettoeintrag gegeben. Das Krude dabei ist, warum wird das für Holz gemacht? Während die lange Kette, Kohle, sind ja letztlich auch Quellen gewesen, die irgendwann mal Bäume waren. Nur, dass es halt ein paar Millionen Jahre länger gelagert haben als Holz, das dann halt in kürzeren Zeiten umgeschlagen wird. Die Nutzung von Holz eben in diesen Pelletöfen dann gut mal ein Drittel mehr CO2 freisetzt für die gleichen Energiegewinnung, als es zum Beispiel eine moderne Ölheizung tun würde. Da müssen wir uns dann schon überlegen, ist es jetzt wirklich sinnvoll, das Holz aus dem Wald zu holen, um es direkt zu verbrennen, damit die Atmosphäre in kürzer Zeit stärker mit CO2 zu belasten, anstatt zu sagen, dann verbrennen wir doch lieber das Öl, da müssen zumindest weniger Bäume nachwachsen, um letztlich die Menge an CO2, die wir da freigesetzt haben, tatsächlich wieder zu binden. Also wenn wir es schon nicht schaffen, diese ganze Umrüstaktion zu machen, damit komme ich zum nächsten Punkt. Damit überhaupt die festgesetzten Klimaziele der EU zum Beispiel erreicht werden, soll die Renovierungsgeschwindigkeit für die Immobilien verdoppelt werden. Also von 1% des Bestandes pro Jahr soll er auf 2 verdoppelt werden. Was letztlich von 2020 bis 2050, wie sich jeder ausrechnen kann, selbst bei einer Verdopplung nur noch 60% entspricht. Das heißt, die restlichen 40% des Bestandes müssten jetzt schon klimaneutral sein. Das heißt letztlich, dass alle Gebäude, die in dem Zeitraum zwischen 2000 und 2020 jetzt errichtet wurden oder renoviert wurden, die müssten jetzt mindestens schon einen klimaneutralen Standard erreicht haben. Was sie letztlich nicht haben können, weil die wenigsten davon als Passivhäuser ausgelegt sind, geschweige denn als Plusenergiehäuser. Das heißt, sie haben noch einen Primärenergiebedarf, der von außen zugeführt werden muss. Und je nachdem, worauf jetzt die neuen Gebäude gesetzt haben, ob tatsächlich auf Wärmepumpen, die letztlich erstmal nur vom Strom abhängig sind, oder eben tatsächlich Pelletheizung, die dann wieder das Holz und das dort gebundene CO2 freisetzen, die eben aus meiner Sicht nicht als klimaneutral zu bewerten sind, sondern das CO2, was dort freigesetzt wird, muss auch erstmal in die Rechnung mit aufgenommen werden, bis das CO2 wieder gebunden ist. Und so ist aus meiner Sicht letztlich der Knackpunkt, dass die Gebäude, die in den letzten Jahren aufwendig renoviert wurden oder neu gebaut wurden, eigentlich schon eine ziemliche Fehlinvestition darstellen auf dem Weg der Energiewende, weil sie eben noch nicht mindestens den Passivhausstandard haben, sondern eben immer noch den Eintrag von Energie von außen benötigen, um Wärme zu ermöglichen. Und das wird global gesehen noch immense Herausforderungen sein. Und das ist ja nur ein Baustein, weil damit haben wir letztlich nur das Thema Wohnen abgedeckt und Heizung und vielleicht noch warm Wasser. Aber das ganze Thema der Mobilität ist ja eben noch nicht annähernd gelöst. Und was dort an zusätzlichem Strombedarf dann am Ende dazukommt, um die Mobilität alles auf Elektroautos dann zu ermöglichen. Und dann der Rucksack, den das Elektroauto erstmal auch mitbringt, eben aufgrund der Ressourcen, die es benötigt hat, um gebaut zu werden, um zur Verfügung gestellt zu werden. Und die fehlenden geschlossenen Kreisläufe, was das Recycling angeht, geht dann schon absurd weiter, dass die ersten Windkraftanlagen, dass die ersten Windräder, die jetzt neue Windflügel benötigen, dass selbst da die Recycling-Kreisläufe nicht vernünftig geschlossen sind, weil es halt auch
an der Stelle wiederum billiger ist, weil global einfach ein Lohngefälle auch immer noch existiert, verbunden mit einem Wohlstandsgefälle, dass es einfacher ist, einfach neue Ressourcen zu nehmen, statt bestehende Ressourcen, die bereits gefördert wurden, wieder zu recyceln. All das wird uns aus meiner Sicht am Ende das Genick brechen, beziehungsweise dafür sorgen, dass eben diese Klimaziele in keinster Weise erreicht werden können, weil einfach die Gesamtmechanismen nicht global gedacht sind und nicht zu Ende gedacht sind. Wenn tatsächlich die Tendenz ist, zu sagen, jedes einzelne Land oder einzelne Unternehmen versuchen sich dann klimaneutral zu gebärden auf Kosten anderer oder letztlich eben mit dem Schönrechnen von irgendwelchen Einsparpotenzialen in der Zukunft. Es nützt uns letztlich nichts, dass ein Windrad, das theoretisch so und so viel CO2 eben einspart auf dem Papier, weil es halt irgendeinen anderen Energieträger ersetzt, am Ende aber kein CO2 wirklich bindet, weil das CO2 nimmt dadurch dann nicht ab, es wird nur weniger neu freigesetzt. Und dann ist auch noch die Frage, ist das tatsächlich der Fall? Diese Nichtfreisetzung an der einen Stelle, schließt das auch ein, dass diese Ressource global nirgendwo verbrannt wird? Die Kohle, die vielleicht an der einen Stelle nicht eingesetzt wird, dann nicht an anderer Stelle doch eingesetzt wird. Diese Rechnung kann nur aufgehen, wenn sie global auf eine Null geht und nicht, wenn sie länderbezogen auf eine Null geht und noch dazu mit irgendwelchen falschen Bilanzierungsansätzen. Alles im Allen ist es letztlich ein sehr komplexes Thema, in das sehr, sehr viele Bausteine reingehören. Angefangen von der Energie, die wir halt fürs Wohnen, für die Wärme und für warmes Wasser und sicherlich auch zum Kochen dann am Ende benötigen, dass all das wirklich klimaneutral gewonnen werden kann. Darüber hinaus haben wir noch nicht mal die großen Themen der Industrie angeschlossen. Das heißt, all die Produkte, die wir konsumieren oder die Sachen, die wir einfach nur deswegen herstellen, weil wir die Erwerbsarbeit brauchen. Wie kriegen wir hin, Industriearbeitsplätze aufrechtzuerhalten, die einfach nur Konsumartikel produzieren, nur wegen dem Erwerbseinkommen. Alles im Allen sind es halt unglaublich viele Bausteine, die für dieses ganze Energiewende-Thema eigentlich zusammengehören und die auch nur in Kombination einen Sinn ergeben. Erst wenn alle Bausteine zueinander passen, sind Ausweichreaktionen nicht mehr möglich und es kann erst dann gelingen, tatsächlich die CO2-Freisetzung zu drosseln. Letztlich müssen wir auf einen Wert kommen, der unterhalb dessen liegt, was jedes Jahr gebunden wird. Das heißt, mit irgendwelchen Budgets an der Stelle zu arbeiten, ist eben nicht sinnvoll. Nochmal mein Konzeptvorschlag. Wir nehmen die natürlichen Senken, fördern diese Senken, pflegen diese. Das heißt, Wälder und nachhaltige Landwirtschaft, die in der Lage ist, Humus aufzubauen und somit als CO2-Speicher zu dienen. Diese Nettoeinträge, die also nach den natürlichen Prozessen, die dort ablaufen, dann tatsächlich als zusätzliche Speicher fungiert haben, dass wir erst aufgrund dieser Basis dann tatsächlich kalkulieren können, wie viele Aktivitäten können wir uns leisten, wie viel mehr Wald brauchen wir, um weiterhin eine entsprechende Industrieproduktion überhaupt am Leben zu erhalten, die dann klimaneutral und ohne eine Netto-Freisetzung von Treibhausgasen funktioniert. Diese Menge an Senken, die wir dann benötigen, betrifft sowohl unsere Industriearbeitsplätze als auch unsere normalen Büroarbeitsplätze. All diese Energiekosten und Treibhausemissionen müssen dort abgedeckt sein, ebenso wie die Mobilität und unseren Energiebedarf, den wir für Wärme, die wir in unseren Häusern haben wollen, letztlich benötigen, weil es wahrscheinlich nicht gelingen wird, alle unsere Immobilien in den nächsten 20, 30 Jahren nochmal so weit umzurüsten, dass wir überall Plus-Energiehäuser haben. Jedes Plus-Energiehaus erleichtert sozusagen den Bestand, dort komplett neu gebaut zu werden, weil es ja auch nicht so, dass Bauen ohne Treibhausgase möglich wäre. Das heißt, jeder Umbau, den wir jetzt nochmal vornehmen müssen, weil in den letzten Jahrzehnten letztlich schon verpasst wurde, hier bereits Passivhäuser oder Plus-Energiehäuser zu errichten, das zumindest dann über die Renovierung, die wir durchführen, schon so weit kompensieren, dass wir uns ein paar alte Häuser leisten können, die einen Energieeintrag von außen brauchen. Das heißt, die dann zwar zum Beispiel mit Wärmepumpen laufen, die dann auf Strom von außen angewiesen sind, aber selbst nicht genug Energie bereitstellen können, dass sie letztlich Plus-Energiehäuser werden. Dieser Hebel, der müsste unglaublich schnell gezogen werden, damit er in der Summe noch rechtzeitig eine Auswirkung hat. Aber letztlich ist die Frage, wann werden wir ein klimaneutrales Wirtschaften global erreichen? Wichtig ist, dass es global ist, nicht einzelne Länder. Einzelne Länder nützen uns an der Stelle nichts. Vor allen Dingen, wenn sie sich eben schön rechnen und ihre Treibhausemissionen nur exportiert haben und sie diese nicht in ihre Bilanz aufnehmen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir merken letztlich bereits jedes Jahr, auch in Deutschland, wie sich das Klima verändert. Es ist letztlich komplett unklar, was und wie viel davon noch aufgehalten werden kann. Das Wichtige aus meiner Sicht ist, nicht auf die Strukturen zu setzen, die bereits seit Jahrzehnten diese Entwicklung verschlafen haben und auch erst ermöglichen, dass es überhaupt möglich ist, auf Kosten anderer Menschen
solche Aktivitäten zu entfalten, dass es überhaupt zulässig ist, das Leben anderer Menschen dahingehend zu riskieren und zu schädigen in langer Perspektive, nur um selbst irgendwelche Gewinne zu ermöglichen. Deswegen möchte ich neben diesem Quellensenken-Konzept auch noch in den Raum werfen, daran zu denken, dass diese Regelungen nicht als Forderungen an die Politik zu richten sind, sondern wir selber als Gesellschaft uns darauf einigen, dass wir so miteinander umgehen. Das heißt, dass jeder Mensch die gleiche Lebenschance bekommen soll, dass kein Mensch einem anderen gegenüber privilegiert ist, ihm die Lebenszeit dadurch zu nehmen, indem er ihm seine Lebensgrundlage nehmen kann, aufgrund irgendwelcher Machtstrukturen. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam in eine Zukunft gehen, in der Herrschaft und Macht wirklich in Frage gestellt werden und dass wir bereit sind, miteinander freiheitlich umzugehen. Das ist für mich die sicherste Basis zu sagen, wie können wir sicherstellen, dass kein Mensch dem anderen schaden darf, nur aufgrund irgendwelcher Möglichkeiten, Machtstrukturen zu nutzen, Machtstrukturen sich zu eigen zu machen oder diese zu beeinflussen. Mein Wunsch ist es, dass wir mit solchen neuen Konzepten oder Vorstellungen, wie wir die Welt organisieren wollen, wirklich die gesamte Welt organisieren wollen, dass wir dort gemeinsam freiheitliche Strukturen aufbauen, in der es eben nicht mehr auf Macht und Herrschaft ankommt, die Aktivitäten tatsächlich von den Menschen ausgehen und nicht darauf gewartet wird, bis irgendwelche Regierungen oder irgendwelche Mehrheiten im politischen Rahmen zustande kommen, mit denen dann vielleicht ein bisschen Bewegung gemacht wird, aber dann wieder das Problem besteht, dass die Menschen nicht abgeholt werden, dass die Menschen, die andere Ansichten haben, dann auch wieder einfach ignoriert werden, weil wir werden diese Aufgabe nicht dadurch schaffen, dass wir andere zwingen, sondern nur, indem wir gemeinsam verstehen, Verständnis füreinander entwickeln, was unsere Gründe und Positionen sind und wie wir dann gemeinsam auch eben schaffen, in die gleiche Richtung zu laufen. Das Gegeneinander werden wir uns auf absehbare Zeit nicht mehr leisten können. Wandel gelingt nur gemeinsam. Damit möchte ich es für heute auch dann belassen. Lasst uns gemeinsam der Wandel sein und hören wir auf, den Wandel von anderen zu fordern. Bis bald. Macht's gut.